Servus Leute, hier geht's direkt weiter bei eurem Jay mit Ad Nexus. Nee, falsch rum. Servus Leute, hier geht's direkt weiter mit eurem Jay bei Ad Nexus Gaming, so rum, bei Darksiders 1 und mit sehr hohem Puls übrigens, weil mein Leben nicht so gerade gesund aussieht. So, meine Maus wieder runterstellen. Und hier geht's jetzt weiter in weiteren Katakomben. Wir waren ja letzten Part schon in den Katakomben unten, haben uns den Schlüssel des Bewachers oder wie das heißt, oder Auge des Bewachers, diesen Schlüssel da besorgt. Und ich muss es einfach wieder sagen: Gemetzel. So, damit ihr auch zufrieden seid und euch aufregen könnt, ich hab's gesagt. Und jetzt kann ich auch, nee, ich musste zumindest auf mein Leben mal ein bisschen aufpassen, weil es sieht nicht gerade prickelnd aus, wie ihr seht, links oben. Ich habe auch keinen Totenkopf mehr, sage ich jetzt einfach mal. Ich weiß, es heißt anders. Ich habe es aber schon wieder vergessen, obwohl ich gerade den letzten Part schon aufgenommen habe. Und da haben wir es erfahren. So, da fliegt noch ein Helm rum. Okay, jetzt gehen wir einfach mal hier runter. Sieht übrigens aus, wie wenn es in Stein gemeißelt wäre. Und jetzt sind wir hier in so einem komischen Raum. Ich heile mich erstmal, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier auf mich zukommt. Okay, ich habe eine Ahnung, was auf mich zukommt. Weil es immer noch nicht blind ist für mich. Und ich hau jetzt einfach mal hier drauf. Und jetzt sollte es abfallen. Und jetzt schwebt das Teil hier hoch und oh. Okay. Das ist ein Boomerang anscheinend oder irgend so ein Teil. Genau. Und darauf habe ich eigentlich die ganze Zeit gewartet. Das ist das Item, sozusagen die Kreuzklinge, auf die ich die ganze Zeit gewartet habe. Ich habe euch schon seit 3 Parts oder so vorgepredigt, ja, wenn wir das Item haben, dann geht's alles viel leichter und so weiter. Und das ist nämlich eine fein gearbeitete Wurfklinge, die mehrere Ziele auf einmal treffen kann. Und mit dem Zielmodus, ja, das wissen wir schon, wie man Zielmodus wechselt. Und man kann bis zu 5 Ziele auswählen, indem man die linke Umschalttaste gedrückt hält und dann da so halt drüber fährt, ne? Wisst ihr Bescheid. Und jetzt drücke ich einfach mal Q und 5 Ziele aus, also Ziele auswählen gleichzeitig geht dann eben so. Und dann werfen wir mit mittlerer Maustaste, wie wir es ja schon gewohnt sind. Und die sind jetzt, glaube ich, in Lava gefallen. Und das trifft auch automatisch, wenn ich jetzt da so ein bisschen drauf ziele. Ich kann natürlich auch mit linke Umschalttaste einfach so anvisieren, glaube ich. Und es fliegt auch immer in der Reihenfolge, in der ich es anwähle. Also erst den, dann den oder erst den, dann den. Ist auch egal. So, und ich sollte die vielleicht einfach mal so bekämpfen. Und, okay, ich kann die auch so einfach down machen, mit einem Schlag. Mit einem Hieb, besser gesagt. Und da kommen natürlich direkt die nächsten. Die wollen natürlich auch an die Reihe kommen und eins auf die Schnauze bekommen. Und ich sollte die vielleicht mal eher hierher locken, weil dann kann ich die auch mit diesem Hieb da ausschalten. So, genau. Danke, dass du mir die Vorführung gewährleist. Ach, keine Ahnung. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Das ist manchmal echt so schwer, sich in Deutsch auszudrücken, ganz ehrlich. So, ich sollte versuchen, den hierher zu locken, damit ich es euch zeigen kann. Korrekt ausgedrückt. So, und der ist auch down. Die Seelen fliegen natürlich zu uns. Und das war's. Das war's natürlich noch nicht. So, wenn ich ihn auflade, kann ich den auch hier den Gegner so blocken. Das finde ich extrem geil, weil er die ganze Zeit Schaden macht. Und das macht natürlich halt auch dementsprechend viel Damage. Ich weiß, ich habe mich gerade schon wieder wiederholt. Chaosfresser Stufenaufstieg. Juhu. Ist voller Energie und die Kraft wird größer. Das heißt, wir machen noch mehr Schaden. Was ich natürlich sehr nice finde. Okay, jetzt ihr den letzten. Ich hoffe zumindest, dass der letzte ist. Und ja, okay.
Okay, es war doch nicht der letzte. Und der Typi sieht hier hässlich aus irgendwie. Und ich glaube, der stinkt. So, und eben aufladen, das habe ich euch gerade schon gezeigt. Natürlich können wir die Klinge nicht aufladen, solange die noch im Gegner festhängt. Und jetzt wieder, mal gucken, ob ich den nur mit dieser Klinge besiegen kann. Ich glaube es aber eher nicht. Oder ich glaube, muss ich auch so machen. Und ausweichen und wieder Klinge und aufladen und losschicken und bam und bam und das Multitasking. Oh, das war vorbeigezielt, würde ich mal sagen. Ah, komm, geh endlich down. Geht doch. Einfach mal so knallhart aufgespießt und den Kopf abgerissen. Und das sieht sehr lecker aus. Nicht. Okay, ich wollte gerade schon sagen, der zerplatzt anscheinend nicht. So. Und hier können wir jetzt öffnen. Indem wir, denke ich mal, da dran schießen. Drücken Sie Q, um zu zielen. Bin ich doch schon. Ach so, okay. Also die kann ich auch zerstören hier. Übrigens, ich kann auch dieses Dingens da, dieses drin hängen bleiben, abbrechen. Indem ich einfach wieder mittlere Maustaste drücke. Dann kommt er wieder zurück. Und jetzt sollte sich die Tür öffnen. Und das tut sie natürlich auch. Okay, und da hat gerade gestanden irgendwie, ich soll dieses Zeichen da, wo ich mir festgelegt habe, für Chaosfresser drücken. Was ist das für ein Ort? Ich muss zugeben, für ein Rudel Schwächlinge stecken diese Menschen voller Überraschungen. Wer weiß, welche Geheimnisse sie hier unten vergraben haben. Tja, wer weiß das schon. Und jetzt sind wir hier in diesem Raum. Hier war ich auch schon. Ja, ich weiß, ich habe ziemlich viel gespielt. Aber wir sind ja erst im ersten Dungeon. Also, kein Problem. So, kann ich die auch so aufladen? Genau, kann ich auch so aufladen. Und dann einfach mal bumm. Hier brauchen wir wieder diesen Schlüssel des, oder Schlüssel für das Auge des Betrachters. Und die können wir jetzt auch so auslösen, die Bomben, indem wir da einfach mit unserem Boomerang oder Wurfklinge da dran gehen. Und jetzt sollte ich es auch bewegen können. So, der fährt jetzt hoch und was bringt mir das nochmal genau? Ach genau, da kann ich jetzt hier irgendeine Tür öffnen. Da hinten die, glaube ich. Genau. Und so kommen wir dann in den nächsten Raum. Und die hier ist dann auch geöffnet. Beziehungsweise wir kommen hier, glaube ich, einmal rum und kommen dann hier wieder raus. Aber wir werden das noch sehen. Und jetzt gehen wir einfach mal durch die Tür. So, hier sind gleich mal zwei Bomben. Für was wir die brauchen, weiß ich noch nicht. Vielleicht einfach mal auslösen. Ach genau. Okay. Hat geklappt. So, hier sind nochmal drei Stück. Ach so, genau. Die Kreuzklinge kann man natürlich tränken. Ne, die Kreuzklinge kann man tränken und dann kann man Energie von bestimmten Zielen übertragen, indem man einfach das Ziel vorher anvisiert und dann zum Beispiel auf eine Bombe schickt. Nämlich die Bomben sind, wie ich schon gesagt hatte in einem Part, sind eben noch nicht gezündet sozusagen. Das heißt, sie brauchen noch Feuer, um sich zu entzünden. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal hier drauf und dann auf alle drei. So. Und da hat die Kreuzklinge eben das Feuer übernommen, hat sich darin getränkt, obwohl ich, glaube ich, man kann sich nicht im Feuer tränken. Ach egal. Die Entwickler haben sich schon was dabei gedacht, denke ich mal. Und jetzt können wir auch hier rein. Und das ist ein Raum, da bin ich normalerweise auch drin, wenn ich normal spiele. Das heißt, seit ich das Let's Play jetzt mache, spiele ich natürlich nicht mehr normal, weil
Ich will euch natürlich so viel wie es, also ich will natürlich so viel wie es geht vorenthalten und will auch selbst dieses Spielfeeling und zum Teil halt auch dieses Blind mit reinbringen. Und deswegen habe ich seitdem ich das Let's Play mache jetzt nicht mehr gespielt. Ist glaube ich auch vernünftig. So, und jetzt gehen wir eben da rein. Und das ist ein Raum. Genau, da habe ich auch am Anfang ziemlich lang dran gehangen. Was natürlich auch beim Blind Let's Play der Nachteil ist, dass man eben Räume vorher nicht kennt. Bei Darksiders jetzt zum Beispiel. Oder dass man, keine Ahnung, vorher irgendwas nicht weiß, halt eben, wenn man es vorher nicht durchgespielt hat. Und dann kann man eben auch nicht dementsprechend darauf reagieren, wie man das vielleicht sonst tun würde. Was hat er jetzt bitte gemacht? Oh, ich glaube, ich habe aus Versehen Leertaste anstatt Steuerung gedrückt. Naja, kann ja mal passieren. So. Und jetzt müssen wir nämlich darüber. Und da habe ich eben, wie gesagt, auch dran gehangen an dem Raum. Am Anfang. Weil ich eben nicht gewusst habe, wie es genau jetzt funktionieren soll. Und ich habe einfach mal die Bombe, die ist ja noch nicht zündbar, inaktives Bombengewächs, genau, das habe ich euch gerade auch schon erklärt. Und die kann man eben irgendwo hinwerfen und dann durch Feuer entzünden. Ich werfe die jetzt hier hin, dann muss die nämlich auch, glaube ich, hin. Und dann nehme ich einfach mal die Fackel und die Bombe, weil die Fackel zum Beispiel habe ich am Anfang auch nicht gesehen, was ziemlich dämlich war. Und jetzt lässt sich nämlich diese Mitte, diese komplette Mitte drehen. Zeige ich euch aber gleich noch. So weit sind wir noch nicht. Okay, rüberjumpen. Ach komm schon! Rüberjumpen! Nicht wegjumpen! Oh! Kapier's doch. Das ist doch zu deinem eigenen Wohlkrieg. Naja, egal. Also, jetzt können wir hier diese ganze Mitte drehen, indem wir das hier rausziehen und dann daran einfach drehen halt. Und jetzt können wir uns hier draufstellen und diese Mitte wird gedreht. Einmal um 90 Grad, glaube ich. So, bitte stehen bleiben. Danke. Und ich denke mal, die Bombe können wir nehmen, da dran werfen. Oh. Da dran werfen und dann können wir einfach unseren Boomerang nehmen. Ich sag dazu einfach jetzt immer Boomerang. Ist mir jetzt scheißegal. Und dann da dran nehmen, oder? Ach so, genau, ich weiß noch wie, glaube ich. Ach so, es dreht sich jetzt immer weiter. Naja, auch gut. Wir müssen da so eine Spur aus Bomben legen. Und wenn dann die eine explodiert, explodiert natürlich auch die andere. Man kennt das ja. So. Und da noch eine. Und das müsste reichen. Uhu, bumm. So, keine mehr übrig. Und jetzt können wir hier auch drehen. Ich weiß zwar nicht mehr genau, was das hier bringt. Ach so, genau. Es fährt so eine nette Dame hoch. Und jetzt müssen wir auf die andere Seite gehen. Müssen da genau dasselbe machen. Aber erstmal müssen wir die hier besiegen. Habe ich so das Gefühl. So, aufladen. Und du kommst her. So. Ganz einfach gelöst. Ich gehe mal mit der Bombe da drauf. Oh, hat sogar geklappt. Und halt, ich will noch runter. Genau. So, und jetzt können wir da nämlich auch wieder zünden. Halt, ganz einfach. Sollte, glaube ich, mittlerweile jeder verstanden haben, wie das System funktioniert. Und jetzt können wir nämlich auch hier das Ganze hochfahren und können dann mit dem Boomerang oder dem Wurfklingen, wie die heißen, ich habe schon wieder vergessen, können wir dann eben das Ganze aktivieren. Du sollst zielen, Krieg. Aufladen und bam. So. Und jetzt einfach so und so. Sollte funktionieren.
Und jetzt sollte die Lava da einfach aufhören. Weil Lava ist heiß und Lava mag ich nicht. Links und rechts läuft es noch runter. Der sollte mal irgendwie so ein Anti-Sava-Mittel nehmen. Und jetzt hier ein paar Seelen noch einsacken. Und dann können wir auch direkt wieder mit der neuen Waffe zurückgehen und die Waffe direkt wieder abgeben, weil wir so gutmütig sind und einfach den Frauen, die eigentlich gar nichts mit Waffen zu tun haben sollten, Klischee, zurückgeben. Weil da waren ja drei Frauen jetzt hier in der Mitte, also drei Statuen, sage ich besser. So, und jetzt gebe ich einfach mal der hier die Waffe zurück. Okay, die hat es also angenommen und jetzt gehe ich in den nächsten Raum und ich glaube nach dem Raum ist es auch blind, ich weiß es aber nicht mehr, es sollte der Raum sein. Oh. Zielenkrieg. So. Danke. Okay. Und ja, es müsste der Raum sein. Da geht's also nicht weiter, glaube ich. Also gehen wir einfach mal da dran und Drahtseilakt. So. Da können wir anscheinend noch nicht hin. Aber da können wir drehen. Ich drehe am Rad. Hahaha, sehr witzig. Jetzt hat garantiert jeder von euch gelacht. Hoffe ich zumindest für euch. Ey! Aber diesmal war ich nicht dran schuld, ja? Nicht, dass ihr was Falsches sagt. Das war jetzt unfair. Blöde Viecher. Ich mag euch eh nicht. Jetzt hör endlich auf. Aufladen. So, eins ist besiegt. Und komm schon. Geht doch. Ich hasse einfach diese Viecher. So, da können wir jetzt, dann müsste das hochfahren, genau. Und, da an der Seite können wir auch machen. Und mir fehlt hier irgendwie so eine Bombe. Komme ich da rüber? Nein, komme ich nicht. Da komme ich auch nicht rüber, glaube ich. Aber da komme ich hin. Was passiert jetzt hier? Ah ja. Ah nee, schon wieder diese Viecher. Ah. So. Aber die kann man ja ganz einfach besiegen, habe ich jetzt gemerkt. Durch mittlere Maustaste, also durch dieses Halten der mittleren Maustaste. Oder dem Scrollrad. Ah, da ist die Bombe. Komisch, dass sie nicht gezündet wurde. Und ich denke mal, die muss entweder da oder dahin. Oh, okay, die muss nur dahin. So. Achso, und da auch nochmal. Habe ich doch richtig gesehen. So. Und jetzt müssten wir, wenn wir das Richtige wieder machen hier. Und zwar so, denke ich mal. Müssen wir jetzt eigentlich hier hinkommen, oder? Da haben wir ja gerade aufgemacht. Und das ist halt eben so ein Rätsel, wie ich gemeint habe. Das ist so ein Sprungrätsel, obwohl es ja auch nicht so schwierig ist, finde ich. Und einfach nochmal die Truhe öffnen, damit wir Seelen bekommen, obwohl wir eigentlich 4166 Seelen. Ich weiß echt nicht, wofür ich ausgeben soll. So, jetzt fahren die. Aha, jetzt fahren die also alle da so hoch. Kann ich irgendwie auch nichts mit anfangen. Und ich fürchte, wir müssen das Rätsel auf den nächsten beiden Parts verschieben. Beziehungsweise auf den nächsten Part. Außer ich löse es jetzt noch. Sind die beide aktiviert?
Lass mir weg das jetzt. Ach so, ja, ich muss ja eigentlich nur dahin kommen, oder? Genau. Ich glaube, damit habe ich schon gelöst. Jetzt kann ich mich nämlich darüber hangeln. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen. Wenn ihr Darksiders kennt und das vielleicht schon gespielt habt, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare, falls ich irgendwas übersehen habe. Oder wenn ich irgendwas mal übersehen sollte, schreibt es einfach in die Kommentare. Wäre ich dankbar drum, weil vielleicht wird es ja auch ein 100% Blind Let's Play. Mal gucken. So, und jetzt stehen wir also hier. Und ich würde sagen, es war jetzt wieder lang genug. Wir haben zwei Rätsel gelöst. Zumindest zwei Rätselräume sozusagen. Wir haben diese Wurfklinge bekommen. Die kann ich nochmal kurz zeigen hier und gleichzeitig das Tor öffnen. Und damit, ach so, öffnet gar nicht das Tor. Ach doch. Und jetzt gehe ich noch schnell hier hin. Und damit würde ich sagen, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.